So, moin Leute und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Dead Stranding. Ich spiele Kapitel 4 weiter. Falls ihr die anderen Folgen verpasst habt und die nochmal nachschauen wollt, könnt ihr das gerne auf meinem Kanal machen. Da gibt es eine komplette Playlist. Und ansonsten würde ich sagen, let's go. So, dann geht's auch schon los. Ich muss euch was erzählen, ja. Ich muss euch kurz was erzählen. Ich starte die Mission jetzt, also ich starte diesen Weg, in dem ich da hingehe. Starte ich schon zum dritten Mal jetzt. Mein Problem ist, dass ich irgendwie immer meine Fracht verliere, die ich da hinterher ziehe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich... Ich muss sie ja mitnehmen, weil ich habe ja eine Route vor mir. Und das Problem ist, dass hier diese Krater sind, ja. Diese Schluchten, ja, die man hier sieht. Und ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Das ist mein Problem. Und jetzt versuche ich es nochmal. Und wenn es gar nicht funktioniert, dann muss ich den Wagen leider bei mir im Lager lassen oder was. Dann muss ich mir eine Liste machen und das aufschreiben oder was. Aber das Problem ist, dieser Krater, der durchzieht sich da ganz hinten. Ja, wenn man diese Brücke da sieht, der zieht sich komplett lang. Oh, fängt es jetzt wieder zu regnen an? Ne, hat gar keinen Bock drauf. Und ich weiß nicht, wo ich am besten lang gehen soll. Guck mal, hier muss ich hin. Hier und hier. So. Die Dinger muss ich abgeben. Ich wollte vorhin, wollte ich hier lang. Ging nicht. Ja. Ging irgendwie nicht. Bin ich hier. Hier bin ich reingestürzt. Zeug verloren. Nicht mehr rangekommen. Das sieht hier alles so toll aus, aber da kommt man überall nicht lang. Das ist alles hier. Das sind alles Schluchten. Ich wollte mir hier lang, dann wollte ich da hoch, dann wollte ich das abliefern, dann wollte ich dahin. So, funktioniert nicht. Jetzt versuche ich es hier lang. Das sieht mir eigentlich ganz okay aus, weil hier, aber hier sieht es schon wieder nach Schlucht aus. Eine Leiter habe ich dabei. Damit könnte es funktionieren. Gucken wir mal. Ansonsten muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen, dass ich irgendwie diese Fracht, die ich jetzt da hinten dran habe, dass ich die in meinem Lager lasse. Das Zeug mache, zurückkomme und dann halt da lang, ne? So, da vorne ist wieder so ein tolles Mules-Gebiet, so wie es aussieht. Ich habe zwar noch keine gesehen, aber eventuell kann ich das umgehen. Weiß ich noch nicht. Ich gucke jetzt mal, wenn sie mich anpingen, ich kann jetzt da zurückpingen. So, zack, zurückgepingt. Ansonsten gibt es halt einen Fight. Ist mir dann auch wurscht. Ja. Getürmte Fracht. Ich weiß, ich habe viel zu viel dabei. Aber was soll ich machen? Ich muss ja da hin. Und das ist ja ein ganz schönes Stück. Ich hoffe, ich komme überhaupt... Ja, da komme ich auf jeden Fall hin. So, da ist ein Auto. Ich glaube, die haben mich nicht gesehen, weil ich den Ping wieder zurückgeschlagen habe. Ich gehe einfach mal da lang. Ein bisschen Sicherheit hier, damit sie mich nicht ganz sehen. Falls sie mich sehen. Aber ich glaube, die haben mich nicht gesehen, weil ich den Ping zurückgeschlagen habe. Wenn ich den Ping nicht zurückschlage, dann... Ja, dann spüren die mich halt auf, so wie es halt in den letzten Folgen war. Alter, guck mal, meine Energie, Alter. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, was passiert, ob ich, wenn ich stehen bleibe, ob es dann besser wird. Ich bleib mal kurz stehen. Um zu gucken, ob sich das auflädt. Also, ich kann hier nur was trinken. Wenn ich nach unten gehe. Was essen kann ich jetzt auch mal wieder. Aber er sieht nicht so aus, als wenn er sich aufladen würde. Das ist mein größtes Problem. Und wenn er sich nicht auflädt, dann habe ich irgendwann... Ja, dann bin ich irgendwann... So, jetzt ist irgendwas passiert, ich weiß nicht was. Okay, sie haben mich gesehen. Da hinten ist einer.
So, jetzt wollen sie mich attackieren. Ich guck mal, da muss ich hin. Vielleicht schaffe ich es ja. Waffe schon mal ausrüsten. Oh, hier eine Leiter. So, jetzt fängt es regnen an. Das heißt, sie werden mir wahrscheinlich nicht weiter folgen. Aber mein anderes Problem ist, dass gleich diese Viecher wiederkommen. Und dieses Ding macht hier mega Lärm. Kommen die noch? Was ist denn jetzt, Alter? Was leuchtet denn da so? Ach, die Hose ist wahrscheinlich im Arsch. Moment. Ich glaube, die Hose ist im Arsch. Ich habe aber noch eine. Hier. Das habe ich nicht angelegt gerade, ne? Ich kann das gar nicht anziehen. Ausgerüstet. Am Anzug. Das ist es. Das ist das. Ich habe gar kein... Doch, da ist noch eins. Das könnte ich auswählen. Abladen will ich es ja nicht. Ich will es eigentlich anziehen. Naja, ist egal. Komm weiter. Keine Ahnung, warum mir jetzt dieses... Warum es jetzt so rot blinkt. Fakt ist, dass hier gleich irgendwas abgeht. Denke ich mal. Ich kann mal gucken, wo der Regen ist. Ob der jetzt irgendwie... Ja. Also da brauche ich... Ich weiß nicht, was das heißt, aber das heißt wahrscheinlich, dass es das Gebiet ist, wo die Viecher sind. Und die Batterie ist gleich alle von dem Teil. Alter, was soll ich jetzt machen? Oh Mann, ey, mach mir nicht irre. Das brauche ich. Das noch bestätigen? Ja. Viel zu voll. Ich bin viel zu voll. Ich habe viel zu viel Zeug dabei. Brücke, Wartung, Generator, Zeitring und da stand da was. Ah, ich brauche eigentlich ein Energieding. Generator da. Keine reale Netzabdeckung, ja toll. Geht nicht. Ich versuche jetzt einfach mal hier durchzukommen. Ansonsten habe ich ein sehr großes Problem. Ich meine, da vorne ist es eigentlich schon, aber... Akku leer. Gut, muss ich irgendwie Frachtmenü öffnen, vielleicht umlagern oder was? Auf Rücken tragen. Lol.
Lol, sag ich da nur. Das ist krank. Also, ist echt. Ich muss da irgendwie hinkommen, Alter. Das ist, was ich wolle. Ich bin ja auch gleich da. Mein Problem ist ja auch, ich habe nur 40 Minuten Zeit irgendwie, um da hinzukommen komplett. Oder 45, um beides zu schaffen. Und ich bin hier halt mega krass beladen und alles. Könnte ja wenigstens mal irgendwie Energie jetzt kommen. Wenn ich jetzt sagen kann, okay. Eventuell, wenn ich da rübersteige, dass es dann wieder auflädt. Weiß nicht. Was soll's. Aber ich glaube, es ist safe. Wenn ich jetzt hier bin, ist safe. So. Und hier kann ich dann was hinbauen, so einen Generator. Hoffe ich mal. So, komm. Zeug abliefern. Fracht wird geliefert. Was haben wir denn hier? Eine Lieferung? Für mich? Eine Eillieferung ist es, Alter. Das ist keine normale Lieferung. Das ist eine Eillieferung. Der Zustand ist toll. Das ist hier Prime und so. Ja, perfekt, Mann. Passt. Gut, ich habe das jetzt mal über Sprung schnell. So, jetzt kommen wir hier Schlüsselanhänger zum Einsatz. Schlüsselanhänger wieder genommen. Ach, na Halleluja. Ich glaube, dann gibt es da auch Energie. Gut, passt. Ja, dann muss ich trotzdem noch weiter. Und ich sehe auf dem Berg eventuell Monster. Ich weiß es nicht. Interessant. Der im Bart? Über den UCA-Beitritt mache ich mir später Gedanken. Der war lang am Bart, ich ne? Ich habe hier etwas für dich. Ein kleines Dankeschön. Nice. Hier, nimm. Ich bestehe darauf. Was ist denn das? Eine Sonnenbrille? Was soll ich denn mit so einem hässlichen Ding, Alter? Guck dir mal meine Sonnenbrille an, ey. Ich hab eine goldene Sonnenbrille, Alter. Die ist viel geiler. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Na, gucken wir gleich mal, was das für ein Auftrag ist. Hier ist irgendwas mit Liefern. Verlorene Fracht. Gebe ich gleich mal ab. Eine Sorge weniger. So, überspringen. Zack, zack, zack. Okay. Aufträge, Standardaufträge. Ja, da muss ich auf jeden Fall hin. Zeitlimit für Lieferung 60 Minuten 522 Kilo. Ja. Nee. Aber, Material. Nee, Material auch nicht. So. Ich bin fertig. Alter, der ist schon wieder. So, ich habe noch 35 Minuten Zeit. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich hier irgendwie so ein Energieding hinhauen kann. Zeitregen, Unterstand, Rücksessen. Der Abstand zwischen Konstruktionen muss größer sein. Du musst dir eine Stelle außerhalb des Sensorenrings suchen.
Die Sensoren rings. Ach so. Ja, macht nichts. Alter. Stopp. Halt an, Junge. So. Generator. Hier die. 20 Sekunden. Und da hinten steht ein Generator. Alter, ich dreh durch. Den habe ich gar nicht gesehen. Naja, scheißegal. So, wo muss ich jetzt hin? Da muss ich hin? Da? Ja. Da muss ich hin, Alter. Und hier sind Viecher. Gut, aber hier doch nicht, oder? Aber hier sind gelbe Viecher. Nee, hier ist irgendwas anderes. Oder? Keine Ahnung, hier muss irgendwas sein, weil hier sind so viele Schilder. Gut, dann gehe ich da lang einfach, ganz entspannt. Ich mache mal kurz alle Markierungen weg. Und dann setze ich mir ein paar neue hin. Gehe ich da lang. Da, da, da. Ja, da, da und dann da hoch. Ich hoffe, ich komme da hoch, nicht, dass ich hier lang muss und dann da hoch. Das ist ein Problem. So, aufladen. Ist er voll? Sieht gut aus. Was mir noch fehlt, sind passende Schuhe. Schuhe wechseln. Das war nix. Ach komm, das kann doch nicht wahr sein. Habe ich jetzt keine gescheiten Schuhe mehr dabei? Eieiei. Eieiei. Nicht gut. Ich habe keine. Ah, okay. Ich kann hier auch nichts hinstellen, so, herstellen, so wie es aussieht. Dann gehe ich jetzt einfach hin. I don't care. Alter, sag mal. Also irgendwie bin ich hier gerade ziemlich, Alter, wo bin ich denn hier? Ist das ein Vulkan gewesen oder was ist das? Junge, meine Schuhe sind gleich am Arsch. Ich glaube, ich muss auf den roten Sand gehen. Also das Ding habe ich vorhin nicht gesehen. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Das war vorhin noch nicht da. So. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, Alter? Halt, ich wollte was trinken. So, da ist eine Brücke, die noch nicht fertig ist. Ein Unterstand ist da. Das ist eine. Ja, super. Ich hoffe nur, meine Schuhe halten es aus. Also ein paar Schuhe habe ich ja noch dabei. Ich verstehe sowieso nicht, warum ich die Schuhe nicht kontrolliert habe. Sonst kontrolliere ich die Schuhe immer. Schuhe, 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 Schuhe. So, da vorne sind ein Haufen Zeug. So, jetzt fängst du jetzt zu schiffen an, war ja klar. Weil dann die Viecher gleich kommen. Und komische Musik kommt. Warte mal kurz. Ja, wenn ich gerade ausgehe, dann gehe ich da direkt vorbei an diesem. Dingsgebiet. Regengebiet. Dem her alles cool. Noch. Und da ist schon diese Station, die andere. Bin ich relativ easy da lang gekommen. Schauen wir mal, ob das wirklich alles so easy ist hier. Die Brücke ist gut. Können wir gleich mal ein Like da lassen. Zack. So, jetzt bin ich natürlich wieder in einem Gebiet drin hier. Uiuiui.
Alter, ich hätte das ganze Zeug mal da lassen sollen. Das ist jetzt nicht so geil. Alter, bin ich schon da oder was? Das kann nicht sein. Doch, ich bin schon da. Ich dachte, das wäre weiter. Krass. Schrotthändler. So, Wasser sei schon. Regen ist auch wieder aus. Da ist Haufen Zeug. Verlorene Fracht. Warum ist sie nicht abgegeben worden? Kein Bock oder was? Dann gebe ich die halt ab. Ach, da kann man keine verlorene Fracht abgeben, da kann man nur normale Fracht abgeben. Fracht wird geliefert. Oh, was ist das denn? Die mit dem Schrotthändler zu tun, Alter. Meine Kleine ist lange fort. Nur wegen dieser Terroristen-Spinner. Und ihren Freunden beim verdammten Fragile Express. Ganz zu schweigen von den Bridges-Pissern, die unbedingt ins Wespennest stechen mussten. Wie dem auch sei. Zeig mal die Ware. Du bist früh dran. Wie es sein soll. Ist ja schließlich dein Job, was? Yes. Zack, zack, zack. Okay. Für mich seid ihr Boten alle nicht einen Deut besser als die Terroristen. Alles klar. Und du wirst mich nicht vom Gegenteil überzeugen können. Ja, ich also liefer dir hier Zeug, Alter, und du machst mich an, ey. Also schön. Ach, da haben wir. Wenn wir ihn auf unsere Seite bringen wollen, müssen wir herausfinden, was wirklich mit dieser Frau im Hologramm passiert ist. Er glaubt wohl, sie sei beim Angriff ums Leben gekommen. Aber in Southnord Citys Aufzeichnungen gibt es keine Sterbeurkunde für eine auf ihre Beschreibung passende Frau. Weshalb ich Fragile um Hilfe gebeten habe. Hey Sam. Ich habe auf gut Glück meine alte Kundendatenbank nach unserer mysteriösen Frau durchforstet. Und weißt du was? Es gab einen ziemlich guten Treffer. Gesicht und Stimme passen. Sie lebt noch. Unser Schrotthändler trauert ohne Grund. Ich bezweifle aber, dass er uns das glaubt. Warte kurz. Gerade kam noch ein Auftrag von ihm. Vermutlich versucht er uns zu testen. Mhm. Sieh vielleicht mal am Lieferterminal nach, was er möchte. Mach ich. Ich hoffe, es ist nicht wieder irgendwo, wo ich gar nicht hin muss, Alter. Sonst, oh, schon wieder eine Mission. Alter. Ernsthaft? 110 Kilo? Ja, kann ich leider nicht machen. Ach, doch, könnte ich machen. Da muss ich aber so ein zweites Ding ran dongeln. Soll ich das jetzt machen, Alter? Da muss ich auch wieder runter. Hä? Ach nee, das ist ja gar nicht da. Ich dachte, ich muss hier wieder hin. Aber ich soll da hin. Ja, kein Problem. Auftrag annehmen. Frage ist nur, wo hau ich das hin? Ich habe doch noch hier irgendwie so ein Teil zum Ziehen. Wo ist er denn? Lastenschweber. Da. Plan. Ja, und da soll jetzt alles ruf eigentlich. Nicht mitgeführt.
Der hat es jetzt aber nicht aufgeladen, ne? Tja, ich habe keine Ahnung. Wo ist denn jetzt mein Lastenschweber, Alter, mein anderer? Da. Hier, Schweber verbinden. So. Jetzt könnte ich eigentlich das ganze Zeug... darauf laden. Ich wollte eigentlich ganz angeforderte Fracht liefern. Lull. Nichts tun und schließen. Ah, da ist das Zeug. So, ich gehe mal da. Ja, wo ist denn jetzt die Fracht? Hä? Verstehe ich nicht. Moment. Ich habe doch die Fracht jetzt gar nicht da, oder? Auf dem Rücken. Ich sollte doch 130 Kilo noch mitnehmen. Von diesem Auftrag. Hier das. Fracht verlagern. Okay. Die ist doch jetzt da nicht wirklich drauf. Ach, Leute. Nicht enthalten. Fracht. Nicht erhalten. Ach so. Oder soll ich die Fracht abholen? Ich weiß es nicht. Aufträge. Ich guck nochmal. Weil ich mir das Zeug auch nie durchlese. Nee. Hin und her soll ich... Ja doch. Ich muss hin und da was holen. Und dann... Ja. Guck ich doch mal einfach mal. Mein Gott. Da muss ich hin, okay. Dann gehe ich da halt mal hin. Was soll schon passieren? Außer dass gleich wieder irgendwelche Viecher kommen. Meine Schuhe sind kaputt. Ja, ein bisschen halten sie noch. Wo soll er jetzt hin? Muss ich da einmal über den Berg rüber, dann gehe ich aber da an der Seite lang. Chiale Kristalle, die brauche ich ja. Ich glaube, ich muss es holen und muss es zu ihm wieder hinbringen und dann ist gut. Wobei meine Mission ja eigentlich eine ganz andere war. Ich wollte ja eigentlich... Ja, da wollte ich ja hin. Da, hier. Lol. Jetzt bin ich hier irgendwie auf dem roten Planeten gelandet. Und muss hier irgendwie für so einen Typen Zeug hin und her bringen. Wobei das ist natürlich auch eine Story-Mission, also auch wichtig, damit ich weiterkomme. Aber trotzdem. So. Also so weit wartet ja auch gar nicht. Muss ja gleich da sein, ja, da vorne ist es schon. Sieht immer alles so weit aus, aber das ist nicht weit. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber sie haben es gut gemacht. Sieht sehr weit aus, aber man ist eigentlich sofort da. Und man läuft nicht wirklich so lange. Oder das kommt mir auf jeden Fall nicht so vor. Ja, sieht aber schon ganz schön zerstört aus, Alter. Nicht, dass ich hier gleich noch einen fetten Fight hab, Alter. Oh ja, ich wusste es. Ich wusste es! So, hier kommen wahrscheinlich gleich auch Viecher. Oh, ich kann kotzen, ey. Wahrscheinlich werde ich gleich meine komplette Fracht verlieren, die ich ja einmal über die komplette Map tragen wollte. So, gleich kommt der Drussel wieder raus. Achtung. Oh, es regnet halt. Aber richtig. Scheiße. Zack. Ruinen? Das sind dann aber andere Ruinen, Alter. Sind noch weit? Nö.
Toll. Das ist irgendwas anderes, Alter. Das ist irgendwas anderes. Das sind nicht die Viecher. Oder? Doch. Jetzt. Witzig, Alter. Witzig. So. Das sollte jetzt eigentlich nicht dahin. Fracht. Ist es das? Keine Ahnung. Verlorene Fracht. Hier, das ist es. Das sollte eigentlich auf den zweiten Raum. So. Bestätigen. Oh, Junge, das ist so viel. Oder ich mach's anders. Was ich jetzt hier drauf habe. Das lade ich einfach auf den zweiten rauf. Weil dann mache ich den Rücken halt mal ein bisschen leer. So. Dann passt es wieder. Dann sammle ich erstmal den Scheiß ein. Was machen die denn da? Klauen die mein Zeug? Junge, mach keinen Scheiß, ey. Lass das da stehen. Das wäre jetzt ganz blöd, wenn die mein Zeug mitnehmen würden. So, ganz ruhig, ganz entspannt. Da wäre ich niemals lang gekommen mit dem Zeug. Niemals. Alte Teile. Da war es eine Kackmission. Und es ist immer noch irgendwo so ein Viech hier. Das ist mein größtes Problem. Jetzt nimm das Zeug. Ja, ja, alles gut. Ist natürlich wieder sehr schön. Ich hoffe, mein Zeug ist nachher noch da. Nicht, dass es irgendwie geklaut wird von irgendwelchen, was weiß ich was. So, ich sehe schon, meine Schuhe sind gleich hin. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich hier noch andere habe.
Gott, es geht. Jetzt versuche ich da rüber zu kommen. Und den Rest zu holen. Was piept denn hier so, Alter? So, 120 Kilo waren es, das heißt 12 Pakete. Da hinten ist auch noch eins. Was soll ich zum Schluss? Das muss doch irgendwo angezeigt werden, oder? Wie viele Pakete das noch sind. Alter, ich habe schon 99 Kilo geladen. Muss aufpassen, dass ich nicht das Falsche hole. Das Falsche aufsammeln, Alter. Das wäre ja fatal. Fatal. Überall, wo ein Stern dran ist. Das heißt, das muss ich da noch holen, ist da hinten. Das da, oder? Ja. Alter, ich hoffe nur, mein Zeug bleibt da liegen, ey. Ich muss hier sowieso noch mal lang. Ich hole erstmal das dahinter. Sonst habe ich hier doppelt, doppelt Gewicht, was ich gar nicht brauche. Ja, wenn die mich erwischen, Alter, dann geht's hier richtig ab. Dann ist hier Halligalli, ey. Deswegen muss ich ja echt aufpassen. Hier lang. Kommt hier einer. Ja, komm schon. Gehen wir zurück. So, dann holen wir den anderen noch. Zwei Pakete, glaube ich, müssen wir holen. Hier ist irgendwas eingestürzt, Alter. Oh, ich muss aufpassen. Aufpassen, aufpassen. Nicht zu laut sein. Wenn er zu schnell läuft, ist er zu laut. Und wenn ich zu laut bin, kommen die Viecher. Und das wollen wir natürlich nicht. Kein Bock, dass ich hier wieder mit so einem Ball catchen muss. So, da vorne war noch einer, glaube ich. Da war, glaube ich, noch einer. Alte Teile, oder so wie es aussieht. Das heißt doch alte Teile, oder? Eieiei. Ganz langsam. Die hocken hier natürlich genau vor meiner Nase, Alter, ne? Aber das ist kein Problem. Habe ich alles schon durch. Ich mach das ganz ruhig, ganz entspannt. Falls was passieren sollte. Wie jetzt zum Beispiel. Ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben.
Alles okay. So. Schon vorbei. Ich glaube, wo es nicht regnet, kommen die auch nicht hin. So, jetzt brauche ich aber trotzdem noch welche. Da ist noch einer. Das war's. Den dann noch holen. Eins brauche ich noch. Wo ist es? Habe ich das schon? Komisch. Eins brauche ich noch, aber... Ich weiß nicht, wo das sein soll. Ich dock mich mal da kurz an und guck mal, ob ich jetzt alles habe. Jo. Das passt. So, jetzt kann ich wieder zurückgehen. Die Viecher sind zwar immer noch da, aber da hinten ist noch Metall, aber... Spezielle Legierungen. Aber ich glaube, ich hab's. Das heißt, ich kann abhauen. Also ich denke, ich hab's. Ich kann nochmal einen kurzen Scan machen, aber... Ich glaube, alle, wo die Sternchen waren, die habe ich. So, jetzt heißt es wieder zurück. Mit meiner geilen Ladung hier. Ich hoffe, es hört bald auf zu regnen. Aber es müsste eigentlich, sobald ich hier raus bin aus diesem Stadtding, müsste es wieder aufhören. So, da ist mein Ziel. Dann gebe ich das ab. Passt es wieder. Ja, ist eigentlich gar nicht so schwer. Man muss halt nur ruhig bleiben. Falls dann wirklich was passiert, nicht wegrennen, weil sonst... Hatte ich ja auch schon in den ersten Folgen, die ich aufgenommen habe. So, jetzt packt er wieder weg. So. Muss nur hier aus dem Regen rauskommen. Benutzt du schon Vorratstaschen? Ja, du, keine Ahnung. Aber ich war erstmal wichtig hier, dass ich hier überhaupt, überhaupt laufen kann. Behälter beschädigt. Krass, Skelett. Ja, es wäre mal toll, wenn es hier nicht mehr regnen würde, ey. Es regnet die ganze Zeit, die ganze Zeit. Hä, was war das denn? Okay. Auch etwas Wasser. Was Wasser? Dann trink doch was. Alter, ich bin voll. Ich bin voll beladen, Alter. Das ist übel. Das ist echt übel. So. Da ist mein Ziel. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht, Alter. Ich hab's wirklich geschafft. Ja. Eigentlich wollte ich das gar nicht machen, weil ich hatte ja eigentlich ganz andere Ziele, die da hinten sind. Aber, ja. Ich hoffe, ich kann da mal irgendwas herstellen. Aber wahrscheinlich keine Schuhe. So, jetzt ist der Regen komplett weg. Super. Mal gucken. Da vorne ist mein Ziel. Es war echt so weit, ne? Es sah gar nicht so weit aus.
Aber das braucht wahrscheinlich auch mega Energie, hier dieses Ding zu ziehen. Sieht dem Vater aus. Dann nehmen wir mal mit hier. Die Kristalle. Und alles, was kaputt ist, schmeiße ich. Ich glaube, das kann ich gleich mal wegschmeißen. Oder soll ich noch damit warten? Ich weiß es nicht. Das hier ist kaputt. Ah, ich lass mal noch. Ja, nochmal hier rumsprayen. Bisschen. So. Gut. Da war noch was zum Einsammeln, habe ich gerade gesehen. Nimm's! Alter. Ja, egal. Vollständig wiederhergestellt. Ja, gut, dass ich das abgedockt habe, Alter. Das hätte ich sonst niemals geschafft. Die hätten mich ja gehört. Wenn ich das Zeug damit, wenn ich das Zeug da durchgezogen hätte, ja. Das hätte nicht funktioniert. So, da sind wir. Ich hab's echt geschafft. Und da liegt irgendwie Haufen kaputtes Zeug, deswegen lag ich doch. Gut. Liefern. Haha. Ich glaube, das mit den 250 Kilo, diese eine Aufgabe, die wäre auch möglich, wenn ich komplett leer wäre. Ansonsten nicht. Da muss ich irgendwie... Muss ich hin, wenn ich komplett leer bin. Ah, das schießt sie schon wieder. Aber auf jeden Fall bräuchte ich ein paar neue Schuhe. Wie lang geht denn das jetzt noch hier? Steht gleich jemand hinter mir oder was? Und erschreckt mich. Flupp. Oh, du lieber Himmel. Du hast es echt geschafft, das Zeug da rauszubringen? Ja. Das erfordert Mut. Und das ist eine ansehnliche Ausbeute. Du bist definitiv besser als diese Penner von Fragile Express. Lass mich raten. Du bist der große Lieferant, oder? Ich bin der große Lieferant, genauso sieht's aus. Dass es echt so wenig Sterne gibt, ey, das kann ich überhaupt nicht fassen. Was ist das jetzt? Okay. Ach, vielleicht kann ich den jetzt auch anbinden an das Netzwerk. Das wäre ganz geil. Weißt du, die Ruinen, bei denen du warst, wären keine, wenn uns Fragile nicht verarscht hätte. Und Bridges auch. Dieses ganze Gerede vom Wiederaufbau des Landes hetzt die Leute auf. Ohne euch wäre meine Kleine noch am Leben. Sie war dort, als die Terroristen South Knot zerstören wollten. Sie war bereits tot. Euretwegen. Also ich habe damit nichts zu tun. Was ist denn das jetzt? Handy oder was? Ach so, die Uhr. Sie ist in einem Bunker südöstlich der Ruin. Darf ich übernehmen? Ja, nimm, übernehmen bitte. Also ich kann jetzt da nicht hin. Ich habe jetzt immer mehr Zeug hier. Und wahrscheinlich reagiert er sich lieber an mir ab. Aber wahrscheinlich ist es meine Aufgabe, jetzt trotzdem mal hinzugehen. Lol. Naja. Hey, Bridges.
überlebt, meine Kleine. Und das soll ich ihr einfach so glauben? Hm. Nach allem, was sie getan hat? Hm. Oh nein, ihr müsst es beweisen. Oh nein. Und da gibt es nur eine Möglichkeit. Ja, ich muss da wieder hin, oder was? Ich gebe dir was, dass du dieser Frau bringst, die du gefunden hast. Wenn sie sagt, dass es ihr gehört, bringst du sie zu mir. Hä? Nimm auch das hier mit. Was für eine Frau? Dieses Skelett verbessert deine Standfestigkeit und deine Mobilität. Oh, das Skelett ist gut. Ich habe es aus Teilen gebaut, die ich hier rumliegen hatte. Auf dem Schrottplatz. Ja, dann ist es bestimmt besser. Ich gebe dir das nur, weil ich absolut sicher gehen will, dass du diese Lieferung abschließt. Wenn meine Kleine noch lebt und deine Fracht sieht, wird sie wollen, dass du sie hierher bringst. Wenn du gut zu mir bist, bin ich gut zu dir. Okay, okay. Das habe ich verstanden. Sam, der Auftrag ist online. Oh. Jungs, ihr macht mich fertig, ey. Es ist eine... Oh, nee. Oh, nee. Da muss ich mein Zeug einlagern, Alter. Das bringt sonst nichts. Und ich habe gar keine Schuhe. Gut, ich muss erstmal mein Zeug einlagern. Also alles, was ich jetzt hier habe. Das alles hier. Das muss alles eingelagert werden. Das habe ich bekommen jetzt, oder was? Kraftskelett. Das behalte ich mal noch. Nee, habe ich noch nicht bekommen, oder? Keine Ahnung. Das ist kaputt. Reparaturspray ist leer. Einlagern, einlagern. Einlagern. Das behalte ich mal. Resin einlagern. Das kann weg. Ja, die Stiefel sind eigentlich auch kaputt. Hier ist nochmal ein Kraftskelett. Das lagere ich mal ein. Behalte ich. Die sind komplett im Arsch. Reparaturspray behalte ich. Leiter behalte ich. Das kann weg. Und die Sachen behalte ich auch. So. Das heißt, das alles in den Spind. So. Dann das und das. Das kann recycelt werden. Das geht gar nicht. Null. Bestätigen. Kann man hier denn noch schon was recyceln? Nee, kann man noch nicht. So. Gut, dann nehmen wir den halt an. Laut Schrotthändler ist das chirale Stundenglas äußerst zerbrechlich. Na super. Solche Fracht solltest du am besten in der Hand tragen. Oh nein. Ja, dann trage ich es halt in der Hand. Eine Kleinigkeit vom Schrotthändler. Da ist das Sam, Ding. Dieses Aktivskelett erhöht die Geschwindigkeit. Es verstärkt die Muskelbewegung. Das gleich mal anlegen, das Ding. Wenn du dich richtig beeilen musst, kannst du es auch boosten. Aber dann leert sich der Akku ebenso schnell, wie du vorankommst. Dass er so etwas aus Schrott gebaut hat. So ein Talent sollte man nicht verkümmern lassen. Ausrüsten. So. Und dann habe ich hier noch... Ja, die Dinger brauche ich nicht mitnehmen. Die habe ich an. Das lade ich, das mache ich ja alles mal in den... Was hat er jetzt gemacht? Ich wollte es doch weglegen. Ja. Zack. Kann ich das... Ich wollte eigentlich das Schwebeding hier mal... Ich gehe mal kurz raus. Und hau mal die Fracht weg, die kaputt ist. Weil die brauche ich nicht mehr mitnehmen. Auch diese Stiefel. Wo sind sie denn? Ich sehe sie nicht. Da. Die. Abladen. Weg damit. Weg damit. Kann ich nicht gebrauchen, solange ich hier nichts machen kann.
das ist auch kaputt. Die Frage ist ja, was kann ich denn jetzt mit den Dingern machen? Moment, ich muss erscheinen. Boah, was ist denn jetzt passiert? Ich muss irgendwie diese Dinger mal hier. Okay. So, Schweber lösen. Ah ja, genau. Den auch. Ist der kaputt oder was? Schweber lösen. So, und die packe ich jetzt erstmal weg. Packe ich jetzt meinen Dingsel hier rein. Privater Spind. Nicht mitgeführt. Wo sind sie denn? Hier. Kraftskelett, das brauche ich auch nicht. Das kann auch eingelagert werden. Das behalte ich mal noch. Und die Knarren. So, einen Spind legen. Dann habe ich das fertig. So. Oh. Die sind eh kaputt. Behälterschaden 0, aber ich meine, die Schuhe sind im Arsch, ne? Und solange das hier nicht angeschlossen ist, mache ich doch nichts weiter. So Leute, darum würde ich sagen, ich beende die Folge für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn es genau hier weitergeht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo, ein Like und einen Kommentar da. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.